Recht herzlich willkommen zur 8. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, letztes Mal waren wir hier drin, haben eine Rakete gebaut und die wollen wir doch mal jetzt mal starten. Eine Rocket. Jebediah geht raus. Valentina fliegt mit Alne. Gut, haben wir. Und dann geht's los. Craft is too heavy. 18 Tonnen. Wir haben 21,18. Okay. Also starten wir nicht, sondern wir müssen die Rakete dann doch nochmal umbauen. Super. Das hat ja gut geklappt. Dass da eine Begrenzung ist, wusste ich gar nicht. Dann laden wir mal das Gerät hier ein. Was wiegt denn so ein Ding? 3 Tonnen. Und das wiegt 1,2 Tonnen. Dann machen wir die doch weg. Und warte mal. Ne, der muss auch weg. Weil wenn wir das in einer Stufe alles haben, dann wird das nicht funktionieren. Probieren wir das mal gerade aus. Das sieht natürlich schrecklich aus. Das wird wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Aber ich will nur das Gewicht wissen. 17,6 Tonnen, das geht also. Allerdings müssen wir es wohl anders gestalten. Viere, das müsste gehen, oder? So. Und ich denke noch ein zweites Mal 4. Kriegen wir die da irgendwo dran, ne? So sieht eigentlich gut aus, oder? Geht das? Oh ja, sieht perfekt aus, oder? Dann das ganze Werk ein bisschen tiefer wieder. So. Passt. Dann müssen wir hier noch was ändern. Das muss ganz nach unten und da genauso. Die starten alle in einer Stufe, ne? So, dann trennen das andere Triebwerk an und das ist alles klar dann. Passt. Dann speichern wir das. Und dann sollte das doch funktionieren, oder? Probieren wir es aus. Dahin und aussuchen. Jebediah geht wieder weg, Valentina geht hin und Alna geht da auch hin. Und dann können wir eigentlich starten, oder? Ja, denke ich mal. Wollen wir probieren. Gut. Wo ist er? Da ist er. So, als erstes SAS an. Haben wir. Bisschen reingezoomt. Sieht eigentlich alles ganz ordentlich aus. Dann gehen wir mal auf die Karte erstmal. Die drehen wir passen, weil wir das ja immer irgendwie noch nicht haben, wenn wir da sind. So, und dann müssen wir nachher gucken, dass wir hier irgendwo war das Zielgebiet, ne? Gut. Das passt. Ja, wollen wir hoffen, dass wir da irgendwie hinkommen, ne? So, da ist die Rakete wieder. Und dann würde ich sagen, können wir eigentlich loslegen, oder? 3, 2, 1, go. Okay. Aber wir müssen irgendwie in die andere Richtung. Okay, hallo? Warum dreht die sich so rum? So, einmal bitte die Karte. So, das dreht sich auch schon um. Das ist schon mal gut. Das sieht alles prima aus. Höhe 11.000 Meter. Ich glaube, wir machen mal ein bisschen langsamer den Vortrieb, oder? War das nicht irgendwie was? Geht das hier auch langsamer? Ja. Kann ich die denn mehr drehen? Hallo, bitte mehr drehen. Nee, das ist falsch rum. Komm, was ist da? Ach, da ist bestimmt was abgestürzt, ne? So. Kriege ich das auch hin?
Das sieht wieder super aus. Ich weiß nicht, warum der da jetzt nicht dreht. Ist schon alle? Nö. Aber wir fliegen irgendwie in die falsche Richtung, ne? Würden Sie sich bitte irgendwo hin bemühen? Ah, geht doch. Wie ist die Höhe? 21.000. Was macht er jetzt? Warum geht die Kugel da jetzt mit mal? Es ist für mich unbegreiflich. Eben geht nichts und jetzt mir mal ganz plötzlich so viel. So. Ich glaube, wir müssen ein bisschen schneller werden. Und 19.000 Fuß nur hoch. Das gewinnen wir, glaube ich, an Höhe, ne, oder? Aber ich muss dahin. Warum geht das nicht? Warum kriege ich das nicht hin? Ah, da. So, ich glaube, jetzt ist Treibstoff alle, ne? Ja, super. Haben wir so lange rumgeguckt, wie es wieder nichts ging, ne? Höhe sind wir gerade bei 18.000. Hat also nichts gebracht. Ja, wieder so ein Fehlversuch. Super. Da können wir schön hin und her drehen, bringt uns aber jetzt nichts mehr. Da wir ja falsch unterwegs sind, ne? Warte mal, wo sind wir gestartet? Da sind wir gestartet. Wohl die Flugrichtung wäre jetzt hier irgendwo sogar richtig, ne? Ist hier nicht irgendwo dieses... Ja, wäre sogar gar nicht mal so verkehrt gewesen, ne? Tja, aber ich weiß gar nicht wo. Ach, wir können noch was absprengen, ne? Das sollten wir vielleicht mal tun. Oh. Das ist langsamer wie wir. Wir fallen schneller. Und sieht irgendwie so aus, als ob wir ziemlich schnell runterfallen. Oh, jetzt überholt es uns wieder. Ich weiß nicht wann, aber auch das ist ja ganz nett, weil der da ist. Dann sehen wir ja, wenn es aufschlägt. Das ist etwas... Ich mach mal den Fallschirm raus, weil... Ja, war besser so. Es war nicht mehr viel. Sind doch ein paar Meter höher hier oben. So, jetzt ist nur die Frage, wo ist dieser Punkt, den ich da hätte erzielen sollen? Schade, ne? Dass man das nicht weiß. Ist auch nicht zu sehen, irgendwie. Ja. Also irgendwie ist es mit der Rakete nicht. Aber ich habe auch keinen blassen Schimmer, wie wir es besser machen können momentan. Recover. So. Keine Science-Punkte, ist auch klar. Hier haben wir einiges an Geld zurückgekriegt. Die beiden haben auch keine Erfahrung gehabt. So, irgendwie ist es mit der Rakete wohl doof, ne? Wie können wir das ändern? Gute Frage, ne? Die sind zu klein, oder was? Ich glaube, die müssen wir irgendwie ganz umbauen. Was haben wir denn für Tanks? Das ist nur der eine, ne? Ne, das ist nur ein Feststoff. Ja, es gibt nur diese Tanks. Tja. Einfach nur hoch, mehrstufige Rakete. Thank you.
Mir ist gerade irgendwie so der Gedanke gekommen, dass es vielleicht mit einfachen Triebwerken in dem Sinne vielleicht gehen würde. Na. Oder wir machen das. Ja. Da noch ein Decoupler drunter. Aber wird das Ding nicht langsam dann zu schwer, ne? Oder? Wie ist das? Und warum klickt der nicht sofort? So. Tja, ich weiß auch nicht. Nee, näher ran muss ich. Und dann haben wir wieder Übergewicht, ha? Ja, klar. Geht das denn? Und haben wir da auch noch Übergewicht? Haben wir schon Übergewicht? 300 Kilo. Super. Das heißt, wir machen da einen ab und nehmen da einen weg. Reicht das? Sieht wohl gut aus. Speichern wir mal. Und ich wüsste jetzt nicht, was wir noch verbessern können oder verschlechtern oder irgendwie. So, dann hier nochmal hin. Die 6 sind klar. Ich glaube, der muss da unten mit rein. Und die beiden können zusammen rein. Und dann sind die beiden gefragt. Ja, nochmal abspeichern. Und dann wollen wir hoffen, dass das funktioniert. Aber das probieren wir wohl auch erst beim nächsten Mal aus, ne? Gut, dann würde ich sagen, soll es für diese Runde reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.